machst du jetzt hier? Ja, funktioniert. So. Ja, herzlich willkommen zum, bin ich laut, zum Hagedorn Fußballtalk hier im Ohlendorf Stadion im Heidewald. Bei schönstem Fußballwetter hätte ich jetzt beinahe gesagt, naja, stimmt nicht ganz. Ich begrüße besonders unsere Gäste aus Dortmund. Bevor wir loslegen, die Zahlen des heutigen Spieltages, 436 Zuschauer, wahrscheinlich auch ein wenig dem Wetter geschuldet. Die Ergebnisse, bereits gestern spielten Sportfreunde Lotte gegen Viktoria Klarholz 0:0. Die Ergebnisse von heute, Eintracht Rheine gegen TuS Erndebrück 0:2. Westfalia Rinnern gegen Spielvereinigung Frieden 0:0. SC FC Gievenberg, Sportfreunde siegen 1:1. SC Preußen Münster gegen TuS Bövinghausen 0:0. SC Paderborn gegen TSG Sprockhövel 3:0. Die Begegnung Finntrop-Barmenol und TuS Ennepetal gegen Delbrück sind um 15:30 Uhr angepfiffen worden. In Finntrop steht es 1:0 und in Ennepetal zurzeit 2:1. So, nochmals herzlich willkommen. Besonders begrüße ich unseren Gästetrainer Antonios Kotsiampassis und bitte ihn auch gleich zu seinem Statement. Bitteschön. Ja, hallo zusammen. Ich glaube, meine Mannschaft hat heute alles reingehauen. Ich glaube, das war jetzt ein glücklicher Sieg für Gütersloh. Im Großen und Ganzen haben wir, glaube ich, 60, 65, 70 Minuten sehr gut gespielt, haben gut verteidigt, hatten selber auch vielleicht nicht die Chance in der Box, aber Gütersloh jetzt auch nicht. Ja, Standard, ich habe das vorher gesagt, wenn die ein Tor gegen uns machen, dann nur durch Standard und das war dann auch so, das machen sie gut. Ja, großartig, ja, verdient glaube ich nicht, aber trotz allem Glückwunsch an Gütersloh. Wie gesagt, ich bin so ein bisschen noch auf den ganzen Vorkommnissen da, die ganze Zeit da von der Bank, war ein bisschen Trubel heute, aber so ist Fußball und deswegen Glückwunsch an Gütersloh. Meine Mannschaft, Riesenkompliment, hat alles gegeben, leider unverdient verloren und ja, so ist das. Ja. So ist das. Vielen Dank. Julian, dein Kommentar zum Spiel. Ja. Ich glaube, dass die Spiele gegen ASC Dortmund immer unfassbar umkämpft sind. Ich glaube, dass heute zwei Mannschaften gegeneinander gespielt haben, die bis zum Saisonende oben mitbleiben werden. Da muss man schon auch Respekt zollen. Ich glaube, dass ASC schon die stärkste Mannschaft war, gegen die wir bisher gespielt haben. Ich sehe es anders, dass ich schon finde, dass wir es verdient haben, weil klar, es gab nicht die ganz großen Chancen auf beiden Seiten nicht. Es war unglaublich hart umkämpft, aber ich glaube, dass wir in der Phase, wo wir, ja, ist die beste Phase unseres Spiels. Ich glaube vorher, das ist so für mich die einzige hundertprozentige im Spiel, der Ball von Elias Illich auf Alex Banning. Wenn er den flach spielt, dann hat Alex Banning einfach einen freien Abschluss aus dem 5-Meter-Raum. Das ist ein ganz einfacher Pass, den müssen wir da einfach genauer spielen. Ansonsten, ja, es ist, glaube ich, wichtig zu sagen, ein Riesenkompliment heute auch an Lücke und Beuke, was die im Infight, in der Innenverteidigung, in der Box alles rausverteidigt haben, ist Wahnsinn, uns unglaublich viel Sicherheit gegeben, aber auch Kompliment an die ganze Mannschaft. Ich glaube, man spürt das, dass wieder dieser Spirit wächst, der uns die letzten Jahre einfach ausgezeichnet hat. Und ja, ich möchte zu den Vorkommnissen auf der Bank eher nicht eingehen, bevor ich was Falsches sage. Ich sage nur, dass der Sieg heute ganz besonders schmeckt. Dankeschön. Ja, Julian, vielen Dank. Am Donnerstag kommt dann der FC Schalke 04, so als kleines Schmankerl. Das ist mit Sicherheit ein Highlight, nicht nur für dich, sondern auch für die ganze Mannschaft. Und danach geht es nach Schermbeck. Wie kriegt man die Mannschaft dann wieder so in die richtige Richtung? Erst Bundesliga und dann wieder Oberliga? Ja, ich glaube, dass erstmal wichtig ist, wir haben der Mannschaft gesagt, dass wir das Schalke-Spiel als Mannschaft auch wirklich nur genießen können, wenn wir heute einen Dreier ziehen. Das ist einfach so. Ich glaube, das ist jetzt für uns ein Bonusspiel. Wo es auch darum geht, glaube ich, die Kulisse. Wir hoffen, dass hier viel los ist, dass wir das als Mannschaft genießen wollen. Aber ganz klar, Priorität hat natürlich die Meisterschaft und ist wichtig, dass wir es dann auch so takten, auch ein bisschen durchrotieren, dass wir nächsten Sonntag trotzdem frische Beine auch mitbringen, weil das genießt einfach oberste Priorität hier. Ja, danke dir. Gibt es sonst noch Fragen an die beiden Trainer? 3-2-1, das ist nicht der Fall. Aber nichtsdestotrotz möchte ich gerade noch sagen, weil Thomas auch hier ist, dass es für uns natürlich überragend, dass sowas möglich gemacht wird, dass wir so ein Spiel im Heidewald gegen Schalke auch
mitnehmen dürfen. Ich glaube, dass das für jeden Fußballer was ganz Besonderes ist und man macht es ja nicht so häufig in großer Runde, aber dir ein riesen Dankeschön, auch was du hier alles für uns möglich machst, ist Wahnsinn und ist ein ganz besonderer Fußballverein durch dich auch, deswegen ein riesen Dankeschön. Ja, ich glaube, da muss man nichts weiter zu sagen, das können wir einfach so stehen lassen, Thomas. Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, wir sehen uns alle wieder am Donnerstag. Da gehe ich mal ganz stark von aus, nachdem Julian jetzt auch noch mal diesen Appell losgelassen hat. Und ja, ich denke, das ist ein Pflichtprogramm. Und wer dann noch mag am Sonntag, kann natürlich mit nach Schermbeck fahren. Unseren Gästen eine gute Heimfahrt nach Dortmund. Euch allen noch einen schönen Abend. Und wie gesagt, bis Donnerstag. Macht's gut. Ciao. 19.